Hallo, Penner im Auto hier. Sobald morgen früh der Wecker klingelt, nehme ich die Kamera in die Hand und filme alles. Welche Leute man kennenlernt, welche Routinen man zu erledigen hat, was für Orte man sieht. Und falls ihr während des Videos irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ihr habt ja immer so geile Ideen. Ich bin mir sicher, da kommt eine Menge bei rum. Und würde sagen, geht es jetzt direkt los. Viel Spaß! Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Hier war es sehr ruhig und ab und zu hat man die Wellen gehört. Das war auch ganz gut. Okay. Fang auf. Boah. Sonne, 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 Sonne. Ich war gestern schon ein bisschen wandern und ich habe etwas super Cooles in der Nähe gefunden. Aber erstmal Morgenroutine. Direkt mal die Tür aufmachen. In der Stadt wäre das natürlich so nicht möglich. Da kann ich dann halt mit den Ventilatoren arbeiten. Die Heizung läuft jetzt schon seit ein paar Stunden. Weil egal wo ihr steht, nachts wird es meistens eh saukalt. Und morgens geht sie automatisch an und weckt mich damit wunderbar. Ja, und die erste Amtshandlung ist Bett aufräumen. Ja, dazu schiebe ich eigentlich alle Sachen einfach nur nach hinten. Wie so ein Maulwurf. Training! Eine Ewigkeit später. So. Boah. Rasieren tue ich mich tatsächlich jeden Tag. Ansonsten fühle ich mich einfach zu sehr wie so ein Penner. Ich will bemerken, dass gerade 10 Minuten rum sind, seitdem ich aufgestanden bin. Die Toilette ist direkt hier um die Ecke, mein Badezimmer ist direkt hier um die Ecke, meine Küche ist direkt hier. Selbst wenn ich in Deutschland bin, dann penne ich immer im Auto. Ich könnte mir natürlich auch morgens einen Kaffee machen, aber das habe ich mit der Zeit abgelegt. Und finito. Nach dem Training, nach dem Rasieren und gleich nach dem Zähneputzen kann ich alles bewältigen. Es kann kommen, was will. Und deswegen fange ich gleich nach dem Training und nach dem Waschen direkt an zu arbeiten. Da fängt direkt die Arbeit an. Sachen wegräumen. Also ja, es ist auch tatsächlich ein stetiges Hin- und Herräumen. Wie im Hygienevideo bereits gesagt, wasche ich mich halt einmal die Woche mit so einem feuchten Lappen ab. Aber heute habe ich noch etwas, was ich besuchen will. Deswegen müssen da die feuchten Tücher jetzt ausreichen. So, mein Laptop befindet sich hier drin. Jetzt kommt der richtig langweilige Teil. Also ich arbeite momentan immer so ungefähr 2 Stunden am Tag, weil ich halt nicht so viel brauche und bevorzuge es dann lieber, die Umgebung zu erforschen. Falls jetzt direkt Fragen kommen wegen Kosten, die nächste große Rechnung, die ich zahlen muss, das ist die Steuer- und Versicherungsrechnung. Das ist im September irgendwann 500 Euro. Wir haben gerade März, also ich habe 6 Monate Zeit. Dazwischen habe ich auch hohe Ausgaben, aber die sind variabel. Wenn ich jetzt zum Beispiel abrupt nach London will, klar, dann werde ich bestimmt 1000 Euro los. Aber das sind halt keine Kosten, die unbedingt sein müssen. In dem 400 Euro Video habe ich bereits erklärt, dass ich halt hochgerechnet ungefähr 400 Euro im Monat haben muss. Solche Kosten wie zum Beispiel, dass ich das Auto reparieren muss, habe ich noch nicht mit einbezogen, weil ich noch nichts reparieren musste. Im Sicherheitsvideo habe ich ja bereits erklärt, dass ich auch sehr vorsichtig fahre. Ich habe jetzt vor 2 Tagen nachgeschaut, wie es den Motor gibt. Ich habe einfach per GPS hochgerechnet, wie der Verbrauch vom Motor ist. Und durch die griechischen Bergen habe ich 5,7 Liter Verbrauch. Ganz salopp gesagt, der Motor ist im Top. Zustand. Ja, wann mal so eine Lichtmaschine kaputt geht, müsste ich gucken. Aber ich habe schon nachgeschaut, die Teile sind für das Fahrzeug quasi ein Renault Master. Sind da auch nicht teuer, also so sehr werden die Kosten jetzt auch nicht in die Höhe springen. Ja, ich fange jetzt an zu arbeiten. Ich habe gestern schon vorgearbeitet, deswegen kümmere ich mich jetzt nur um ein paar E-Mails und ein paar Aufträge.
Wie bereits in einem anderen Video erwähnt, habe ich das Auto fürs Schlafen, fürs Kochen, fürs Arbeiten, für Sport, fürs Waschen gebaut. Und mehr kann ich ja auch nicht machen. Also gleich, wenn ich mit den Arbeiten fertig bin, geht's natürlich direkt raus. Was will ich denn noch hier? Will ich mir jetzt noch einen Film angucken oder so? Nein, nein, nein. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, wir haben momentan 9.19 Uhr. Die Umgebung lächelt mich an. Du musst nicht schneller sein als der Bär, du musst nur schneller sein als der Langsamste, der vor dem Bären wegrennt. Reicht. Zack, zack, zack. Ich war gestern bereits ein bisschen wandern. Ich bin zu diesem Leuchtturm gelaufen. Es war wunderschön. Wunderbar schön. Nochmal laufe ich da jetzt aber nicht hin. Diesmal würde mich interessieren, wie es in dieser Richtung aussieht. Da gibt es wohl angeblich so Wanderwege, die durch die Berge führen. Und dann habe ich gestern, als ich hier vorne runterging, um mir den Sonnenuntergang anzusehen, bemerkt, dass es da vorne eine kleine Bucht gibt mit einem kleinen süßen Strand. Und da versuche ich gleich hinzukommen. Und umgezogen. Ich habe dieses T-Shirt vor kurzem gewaschen. Sieht man, dass es knitterig ist oder so? Leicht, ne? Aber allzu schlimm ist es ja nicht, ne? Natürlich wäre das mit einem Bügeleisen möglich, aber ich suche nach einer anderen Möglichkeit, das irgendwie erledigen zu können. So, meinen schönen Rucksack mitnehmen. Da kommt jetzt rein die Drohne. Was zu trinken, was zu essen nicht. Frühstücken tue ich tatsächlich gar nicht. Ein paar Ersatzklamotten hole ich mir da rein. Ich weiß nicht, wie weit ich laufen werde. Vermutlich so 10 Kilometer in diese Richtung. Heute fühle ich mich ganz gut. Ach ja, ich Blödmann. Schwimmsachen sollte ich vielleicht auch nochmal mitnehmen. So, hier lasse ich mal den oberen Ventilator an zum Entlüften. Und los geht's. Das dort ist übrigens meine vertrauenswürdige externe Antenne. Ich hatte die gestern noch drin gelassen, aber da hat der Router nur einen Strich an Verbindung gezeigt. Deswegen habe ich die dorthin gestellt. Die zeigt jetzt in diese Richtung. Und anscheinend ist dort irgendwo eine Antenne. Der hat jetzt auf jeden Fall vollen Empfang. Und die Verbindung ist einfach stabiler. Tschüss. Mein Haufen Müll. Die Stelle hier übrigens habe ich nicht rausgesucht, um hier ein Video zu drehen, weil die besonders toll ist oder sowas. Es ist tatsächlich Alltag, dass man an solchen Stellen steht. Nicht Alltag, Alltag, aber es kommt sehr oft vor, dass man an solchen Stellen steht. Insbesondere mit einem Stealth-Camper. Weil wenn da jetzt so ein riesen Wohnmobil stehen würde, glaubt mir, da würden sich viel mehr Leute beschweren. In Griechenland ist das Campen per se nicht erlaubt. Aber es wird toleriert. Ich konnte mich da nicht genügend informieren. Ich würde sagen, es gibt da keine klare Gesetzeslage. Aber es ist mir auch egal. Ich bin Stealth-Camper. So, ich habe jetzt ungefähr 3 Kilometer vor mir. Dort hoch und dann muss ich dort oben entlang. Ich weiß auch nicht, was mich erwartet. Ich mache dann später einfach eine Zusammenfassung dazu. Auf dem Wanderweg gab es nicht viel zu sehen. Das einzig Interessante war halt tatsächlich immer wieder der Blick Richtung Leuchtturm mit den Klippen da drum. Da habe ich ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Es war zwar sehr angenehm dort zu wandern, doch länger als jetzt 2 Stunden oder sowas würde ich das nicht machen. Hier ist es sehr trocken, obwohl man direkt am Wasser ist. Na gut, ich gehe jetzt schwimmen. Das heißt, falls ich da überhaupt hinkomme. Dazu müsste ich einmal rausfinden, wo ich am besten herlaufe. Hallo Auto. Ich schau mal hier runter. Da vorne in der Ecke müsste das sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich da runterkomme. Da unten kann man es schon erahnen. Vermutlich werde ich mich auf die Schnauze legen. Oh ja. Tada. Instagram. Realität. Würde ich mal sagen, reiße ich mir die Klamotten vom Leib und gehe mal eine Runde schwimmen, ne? So, Sachen sind gepackt. Ist echt geil hier. Echt mega geil.
Boah, meine Haare. Ich wünschte, ich könnte die Hitze irgendwie vermitteln. Die Sonne strahlt hier rein und es entwickelt sich einfach so eine Hitze. Man will dann automatisch ins Wasser springen. Okay, Sachen sind gepackt. Vergessen habe ich hoffentlich nichts. Boah. Boah. Tschüss, Strand. Ja, hat sich alle Male gelohnt. So, wir haben mittags. Ich gehe jetzt zum Auto, mache mir was Schönes zu essen. Und ja, ich denke mir, ich kann mir vorstellen, dass ich mich dann halt auf den Weg mache. Ich habe für heute noch ein paar Punkte, die ich auf jeden Fall abarbeiten will. Zum Beispiel das Wasser holen fürs Auto. Es ist fast Alltag. Es gehört ja irgendwie dazu, zu den Haushaltsarbeiten. Dazu gehört dann zum Beispiel auch noch den Müll wegbringen. Ich werde das heute alles mal zeigen. Wisst ihr was? Ich laufe noch ein bisschen herum. Hallo Auto. Tschüss Auto. Hallo. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist, im Alltag spielt natürlich das Wetter eine riesige Rolle, aber auch die Uhrzeit und wo die Sonne in dem Moment steht. Ich bin gestern zum Leuchtturm gegangen, weil die Sonne halt im Westen untergeht. Das ist in diese Richtung. Und da wusste ich, dass die Sonne geile Farben auf diese Steine wirft. So, jetzt haben wir mittags, die Sonne steht im Süden und das Bild ist natürlich jetzt nicht so toll, ne? Ich meine, ist natürlich hammermäßig, aber das von gestern war ja noch besser. Auch beim Einparken des Fahrzeugs. Ich habe ja meinen Kompass auf dem Armaturenbrett und da sehe ich dann direkt, wo steigt die Sonne auf, wo geht sie unter, wie platziere ich mich, dass mein Solarpanel immer schön Strom kriegt und vor allen Dingen, wo kann ich dann tagsüber hingehen, dass die Sachen halt am besten beleuchtet sind. Auch abhängig von der Sonne ist natürlich die eigene Laune. Vor einer Woche zum Beispiel war ich noch in Inland, da schien nicht die ganze Zeit die Sonne. Habt ihr vielleicht auch an den letzten Videos gesehen und dann habe ich mich endlich entschieden, doch wieder zur Sonne hinzufahren und dann bin ich halt zur Küste hier hin. Da steht mein Auto und da vorne war ich vorhin wandern. Ja, und leider gibt's hier nicht mehr zu entdecken. Doch die Karte hat mir gezeigt, dass es hier einen kleinen Wanderweg gibt. Wow, wie saui. Aha! Oh. What is this? Ey, da sind Seelöwen, die da schwer schwimmen. Es wäre cool, wenn du mit der Drohne drüber herfliegen würdest. Gar nicht dran gedacht. Ja, leider verpasst. Und jetzt gucke ich die ganze Zeit über die Klippe, ob ich da irgendwelche Viecher herschwimmen sehe. Ja, leider nicht. Aber von dem einen Angler habe ich eine Drohnenaufnahme gemacht, hat mir seine E-Mail-Adresse gegeben, die will er unbedingt haben. So macht man Leute glücklich. Okay, links und rechts ist hier immer Wasser. Also geht's jetzt zum Auto zurück. Einmal ein bisschen was futtern und dann fahre ich weg. Oh yeah, ich bin zurück. Schuhe einsprühen. Eigentlich alles aufhängen und einsprühen. Tut mir übrigens leid, dass ich in diesem Video so viel nackig bin, aber hier steht die Hitze einfach nur so. Zack. Top. Die Wette gilt. Ich weiß ganz genau, jetzt im Moment habe ich Bock, einen Film zu gucken, aber sobald ich da sitze, habe ich es nicht mehr, weil irgendwie das Reisen und die neuen Sachen zu erleben, das spielt so in derselben Liga. Und deswegen verliert man das Interesse an Filmen. Nach so langem Herumstehen habe ich jetzt aber auch Hummeln im Hintern und ich fahre los. So. Ah ja, ich muss hinten noch alle Sachen sichern. Und jetzt kommt eine Sache, die ich noch nie zuvor erwähnt habe. Ich mache den Motor an. Warte jetzt 10 Sekunden, damit sich der Öldruck aufbaut vom Motor. Da unten bin ich an der Spitze, ich fahre da wieder hoch. Und dort ist ein Friedhof, da fahre ich mal hin. Die berechnete Strecke ist 20 Kilometer lang, Zeit 24 Minuten. Ja, und das links ist die Blitzer-App. Die darf man in Deutschland als Fahrer nicht benutzen, aber ich bin ja eh nie in Deutschland, von daher. So. Gott segne die Balkanländer. Hier stehen überall so Tonnen einfach offen herum. Das bedeutet, ich kann hier meinen Müll loswerden. Ich benutze immer solche 20, maximal 20 Liter Müllsäcke, weil die kann man dann selbst in England, wenn man diese kleinen Mülltonnen hat, die kann man da noch reinquetschen. So, als nächstes entleere ich die Trockentrenntoilette. Wer das Video zur Trockentrenntoilette bereits gesehen hat, weiß, wird wissen, was einen erwartet. Nummer 1 und Nummer 2 wird voneinander getrennt. Dadurch hat die Nummer 2 die Möglichkeit zu trocknen und dann stinkt es auch nicht mehr so sehr. In dem kleinen Kasten ist ein Ventilator drin, der kontinuierlich die Luft nach draußen zieht. Nummer 1 kann man immer wieder an gewissen Stellen entleeren. Nummer 2 hole ich immer als Beutel raus und werfe das in den Müll. Das mache ich eben.
Ich habe dazu hier hinten so eine kleine Tür. Dann hole ich meinen Eimer raus. Einmal eine sichtfeste Tüte und dann drumherum noch eine größere, durchsichtige Tüte, die noch mit Duft ist. Aber wie gesagt, hier stinkt ja gar nichts dran. Wer schon mal einen Hund hatte, das ist wesentlich ekelhafter, weil das auch frisch ist. Und das hier ist halt getrocknet. Das ist wie Lehm oder sowas. Hier, zack und fertig. So, dann desinfiziere ich das jetzt noch eben alles. Alles mal einsprühen hier. Hier sind die Müllbeutel, ne? Das sind ja ganz handübliche. Ey, wisst ihr was? Guckt das Toilettenvideo. Das ist irgendwie das dritte Video oder sowas, das ich gemacht habe. Da ist komplett erklärt, wie man das mit der Toilette am besten löst. Ein Träumchen, Tobi, ein Träumchen. Zack, zack, bumm. Weiter geht's. Euromarket. Also Obst und Gemüse ist hier im Balkan ultra günstig. So, Zielfriedhof erreicht. Als erstes gucke ich natürlich nach, ob die hier überhaupt Wasser haben. Ich bin hier echt durch die Knüste gefahren. Gibt's Schläuche? Hier muss es irgendwo Wasser geben. Direkt vor meiner Nase. Und? Wow, ja, da kommt Wasser raus. Mal gucken, ob ich überhaupt Wasser brauche. Nee, eigentlich nicht. Egal, ich zeig's mal trotzdem. Und das war's auch schon wieder. Ich weiß, am Anfang habe ich mich immer so geschämt. Das war so wirsch, aber ey, das interessiert echt niemanden. Die paar Liter, die ihr da rauszieht, das ist ja nichts, genau wie mit deinem Mülleimer. Als ob der Typ, der dich gerade sieht, seinen Finger hebt. Wir sind ja froh, dass du deinen Müll nicht einfach in die Wildnis schmeißt. Wasser ist voll. Ich guck mal auf Google Maps, wo ich hin könnte. Ich schau mal, ob hier irgendwo ein Strand ist. Wisst ihr was? Da nehme ich mal mein Schweizer Taschenmesser wieder. Oh, das ist ein richtiger Strand. Öffnen mit Google Maps. Oh ja, da will ich hin. Da will ich hin. Ich gucke noch eben, ob es da bei Park 4 Night etwas gibt. Aber ich würde da eh hinfahren, also. Ja, da gibt's tatsächlich was. Da gibt's tatsächlich was. Mit relativ guter Bewertung. Direkt am Strand. Ja. Ja, 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 ich würde sagen, direkt mal markieren und Navigation, 1 Stunde 11 Minuten. Easy peasy lemon squeezy. Der Typ vor mir ist mir reingefahren. Das muss ich gleich erzählen, wenn ich sicher stehe. Mir ist einer reingefahren. Wir sind auf eine Kreuzung zugefahren. Er war vor mir. Er ist vorgerollt. Es ging steil bergauf. Er war zu nah an der Kreuzung. Von der Seite kam jemand angefahren. Also ist er rückwärts gerollt. Rums in mich hinein. Das war so ein alter Mann. Ich werde jetzt nicht irgendjemanden um seine Rente bringen, nur weil er mir reingeknallt ist. Oh, es ist nichts. Gar nichts. Hier ist mein Nummernschild ein bisschen zerdrückt. Ah, das ist okay. Ein bisschen Plastik gebrochen, hier ein bisschen Schmutz. Weswegen ich jetzt extra anhalte, ist bei solchen heftigen Crashes, bricht gerne mal der Kühler vorne. Ihr habt vorne einen Kühlkörper. Das ist der Kühlkörper. Und darunter würde dann langsam Wasser raustropfen. Wenn es schnell tropft, wäre es natürlich viel fataler, was zum Glück nicht der Fall ist. Das muss ich jetzt die nächsten Tage beobachten. Wenn, dann tropft er halt nur langsam. Ich guck mal, wie sich die Motorhaube öffnen lässt. Normalerweise zieht man an den Hebel. Und die Motorhaube springt sofort auf. Seit Polen geht das nicht mehr. Also muss ich den einklemmen. Jetzt bin ich gespannt. Geht! Also alles gut. Ich meine, so ein bisschen Optik stört mich nicht. Ich bin jemanden in Polen reingefahren, da hat sich meine Motorhaube verbogen. Deswegen gebe ich das jetzt einfach weiter. In Frankreich bin ich auch jemanden reingefahren. Also alles gut. Diese paar Beulen, die jucken mich nicht mehr. Oh, geil. Ich gucke jetzt die ganze Zeit auf das Thermometer. Wenn die Temperatur weiter nach oben steigt, dann würde ich natürlich sofort anhalten und dann war es das erstmal mit dem Auto. Ich habe jetzt nur noch 15 Kilometer vor mir. Die fahre ich jetzt ganz genüsslich durch die wunderschönen Bergen. Hat mich nur ein Unfall gekostet. Alle hopp! So, ich bin angekommen, aber da unten, ich glaube, das überlebe ich nicht. Da komme ich nicht mehr raus. Und hier vorne ist irgend so ein Schild. Da mache ich mal ein Foto von und schiebe das in Google Lens.
Google Lens scheint gerade nicht zu funktionieren. Ich muss da hinlatschen. Hier könnte ich noch fahren. Oh, hier ist aber nice. Oh, hier so hinstellen? Ah, hier ist aber sehr schräg. Das nervt dann mit der Zeit. Das ist aber trotzdem schön. Ja, ich glaube, ich stelle mich dahin. IATQX. Mono ne Zeu. Ne, das sagt mir immer wieder, geht nicht. Tja, Pech gehabt, da fahre ich jetzt hin. Boah. Sehr enge Kurve. Wow, sehr tiefes Loch. So. Es ist ziemlich schief. Boah, ziemlich schief. Besser kriegt man es wirklich nicht hin, außer ich grab hier irgendwo ein Loch. Dann semmel ich mir gleich noch schön solche Steinchen hinter meine Reifen. Ja, das gehört auch zum Alltag. Das Einparken. Das hier war aber schon mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen. So, es ist kalt geworden. Die Sonne ist gerade hinter den Bergen verschwunden. Mal schauen, ob der Kühler noch in Ordnung ist. Ich bin jetzt ganz viel durch die ganzen Berge hier gefahren. Das war ziemlich anstrengend, auch wenn das nur noch die letzten 15 Kilometer waren. Gerade deswegen würde, wenn, dann jetzt auch Wasser dort unten austreten. Und dann repariere ich noch mein Nummernschild und sowas. Und dann hat sich die Sache auch gegessen. So, ich guck noch mal eben auf meinen Kompass. Nordwesten. Da geht so ungefähr die Sonne unter. Sehen wir auch gerade. Süden, da wird es dann mittags sein. Und Osten, da wird es dann morgens sein. Also bin ich dann von ein bisschen geschützt morgens. Werde nicht direkt gekocht von der Sonne. Kann dann schön in Seelenfrieden ausschlafen. Und boah, mittags kriege ich dann meinen Strom ab. Und abends habe ich dann einen wunderschönen Sonnenuntergang. Wow, sieht das cool aus hier. Ja, so läuft das. Leben im Auto. Oh, da vorne. Ich habe euch gesehen. Ich habe wieder Kohldampf. Ich mache mir jetzt wieder was zu essen. Ich habe ständig Kohldampf. Guck dir mal an, wie schräg hier alles ist. Wie schräg hier alles ist. Selbst die Gardine, selbst der Vorhang hängt hier komplett zur Seite raus. Das Doofe dabei ist, während der Fahrt, je nachdem wo ihr seid, fliegt hier tatsächlich alles rum. Auch wenn ihr die Sachen absichert. Zurück zur Schrägen. Das Nervigste ist, dass sich das Wasser hier in der Ecke sammelt. Dann putzt du die Zähne, spuckst du hier hin. Idealerweise schläfst du dann natürlich auch mit dem Kopf hier oben und kannst die ganze Nacht einfach die Zahnpasta riechen. Wie dem auch sei. Ich wollte das Auto checken. Also, Arbeitsjacke habe ich an, Werkzeug habe ich dabei. Los geht's. So, erstmal so nochmal gucken. Das sieht sehr trocken aus. Hier bilden sich auch keine Tröpfelchen. Hier haben wir so eine schöne Schraube, da haben wir so eine Schraube. Boah, wie das ganze Plastik hier schon weggefetzt ist. Von den ganzen Kämpfen. Oh, hier ist es nass. Oh mein Gott, nein, ey. Wenn der Kühler im Arsch ist, dann habe ich echt ein Problem. Oh mein Gott, ey. Okay, ich nehme die Plastikabdeckung hier mal weg. 2000 Jahre später. So, Tobi, der Mechaniker, meldet sich zurück. Das waren restliche Tropfen vom Regenwasser, der sich da angesammelt hat und den ich dann an der Finger hatte. Das kam nicht vom Kühler. Gott sei Dank, ey. Ist auch gut, dass das nicht kaputt ist, weil ich muss an dieser Stelle unbedingt sagen, dass das nicht zum Alltag gehört. Rums. Ich räume jetzt meinen Krempel weg, mach vorne die Fenster auf und mach den Vorhang ganz zu, dann hört man noch die Wellen ganz schön. Und das sorgt ganz dezent für frische Luft, das liebe ich total. So, den Toast werde ich jetzt bestimmt monatelang mit mir herumfahren. Damit mache ich übrigens auch das Auto von außen sauber. Also ich fahre nicht mehr in irgendwelche Waschanlagen oder sowas. So, ich mache mir jetzt was zu essen. Beziehungsweise habe ich ja eigentlich schon was zu essen. Ich mache ja immer alles im Schnellkochtopf, weil das Gas spart. Hier unten sind meine Gaskartuschen. Hier ist mein Gaskocher. Und das Geile an einem Schnellkochtopf ist, dass es auch während der Fahrt herumfliegen kann und nichts rausfliegt und so. So, da drin habe ich mir gekocht gestern. Das sind Bohnen, die ich einen Tag lang in Wasser ziehen lassen habe. Dann habe ich die mit Reis nochmal aufgekocht. Dann habe ich Haferflocken dazu geschmissen und Tomatenmark, den man da drin sieht. Ich benutze übrigens auch immer solche Cappuccino-Löffel, die sind mir einfach praktischer. Während es alles noch warm war, habe ich da so lange Haferflocken reingeschmissen, bis es pampig wird. Sowas esse ich andauernd.
das Essen musst du ja auch unterwegs irgendwo bekommen. Haferflocken kriegst du überall. Ich hatte nur in Frankreich einmal Probleme, Haferflocken zu bekommen. Aber ansonsten könnt ihr euch sicher sein, dass ihr die ganzen Zutaten überall hinterhergeschmissen bekommt. Irgendein Gemüse kriegt man auch überall. Obst kriegt man ja auch immer überall. Ja, und natürlich gehe ich auch ab und zu, so einmal die Woche oder sowas, gehe ich in irgendein Restaurant oder frag Leute im Supermarkt, was man so örtlich dort isst. Und ich habe keinerlei Schwächeanfälle. Selbst beim Wandern nicht oder sonst was. Mir geht es prächtig. Weil Haferflocken fast alles drin haben, was man so zum Leben benötigt. Deswegen ist das so mein Go-To-Rezept. Die Bohnen, die kann man variieren. Ich mache auch gerne Mais rein oder Erbsen oder was auch immer. Ich verzichte auf sämtliche künstliche Sachen. Für den Geschmack könnt ihr dann halt irgendwie noch so Bouillon-Würfel oder wie die heißen, könnt ihr euch da reinpfeifen. Die habe ich hier auch irgendwo rumliegen, aber bei mir vergammeln die, ehrlich gesagt. So, und um die Sauerei zu vervollständigen, werde ich mir heute Brote schmieren, die mit Mayo beschichten, das Zeug da drauf schmeißen. Boah, ist das schräg hier, ich fall da hinten. Aber hört ihr das Rauschen? Oh, ist das schön. Ist das eine Kulisse? Zack. Mayonnaise, Tabasco. Boah, dicke Bohnen da drin. Boah, Hammer. Ich esse 3 Brote und bin satt. Wetten. Ja, bin fertig. Wie gesagt, lasst euch nicht täuschen. Da ist kaum Zucker drin. Ja gut, viel Fett wegen Mayonnaise. Da ist ja quasi gar kein Salz drin. Vielleicht ist im Brot Salz drin. Im Brot ist auch Zucker drin. Boah, Hammer. Kann ich den ganzen Tag essen. So. Ich denke, ich lese einfach mal ein paar YouTube-Kommentare vor. Mal gucken, wen von euch es erwischt. B. Feimann. Oh, das ist der aus Albanien. Geil. Faleminderit per Videon. Albanisch. Für Danke für das Video. Mir gefällt das dein... Oh mein Gott, was für ein Text. Seid ihr verrückt? Mir gefällt, dass ein Camper noch Möglichkeiten bietet, um später noch etwas zu ändern. Oh ja, ich guck dir den Dreckshaufen an. Kannst du bitte mal schreiben, welche Apps du verwendest? Danke, alles Gute auf allen deinen Wegen. God bless you. Wie schön die Nachricht. Absolut. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so Kontakte knüpfen würde. So, meine Süßen, mehr Kommentare gibt es nicht. Ich habe vorhin auch nachgeguckt. Ich kann nicht weiter essen, deswegen... Ja, ich räume mal ein bisschen auf. Boah, wie schräg hier alles ist. Das sieht man bestimmt auf den Aufnahmen. Alles sieht krumm und schief aus. So. Die ganzen Krümel müssen unbedingt, die kann ich nicht in die Spüle reinschmeißen, weil die Spüle so wenig Wasserdurchfluss hat, dass die da ewig rumliegen, bis ich sie per Hand entferne. Das ist mega unangenehm. Ich habe hier um den Tisch solche Leisten gezogen. Hier hinten habe ich die Leiste jedoch entfernt, weil ich ansonsten die ganzen Krümel nie wegkriege. Zack. Zack. Schneidebrett weg. So, und für gewöhnlich würde ich jetzt anfangen, eigentlich das Video zu schneiden. Ich wollte noch den Fehlercode des Autos durchlesen. Nicht, dass beim Aufprall irgendwie ein Airbag-Sensor oder sowas defekt gegangen ist. Vielleicht findet man da irgendwie sowas als Fehlercode, aber das werde ich dann morgen machen. Es ist jetzt 8 Uhr und draußen ist es schwarz. Wenn ich nicht das machen kann, was ich normalerweise machen könnte... Oh, was ist das denn? Guck mal, was für ein Spaltmaß hier ist. Oh, da ist was kaputt gegangen. Das sehe ich direkt. Das gehört natürlich auch zum Alltag. Wenn man so einen Camper selber gebaut hat, dann kann man natürlich auch alles reparieren. Ah ne, ich sehe es. Hier unten ist ein Stift drin. Hier oben ist aber nur ein Loch. Da fehlt was. Tja, kein Problem. Ich müsste eigentlich hier bei meinem Werkzeug noch einen Ersatz haben. Das ist er. Da ist er. Da habe ich einen Ersatz. Sowas passiert jetzt nicht jeden Tag, aber es kommt vor. Das liegt jetzt auch nicht daran, dass das Fahrzeug komplett selber gebaut ist. Ich lerne ja ständig Leute kennen, die mit fertig gebauten Campern unterwegs sind. Da gehen auch Sachen kaputt. Es gehen immer Sachen kaputt. Nur die wollen das dann vertraglich von den Herstellern reparieren lassen und dürfen dann oftmals Monate warten, bis das passiert. So. Habe ich es repariert oder nicht? Hier ist es perfekt. Ventilator oben an. Das soll es gewesen sein. Mache ich mich mal Bett fertig, ne? Ich kann noch nicht ins Bett. Ich muss noch Zähne putzen. Haha!
Weil wenn ich mein Bett ausklappe, ist die Spüle natürlich bedeckt. Beim Bett ist es so, obwohl wir in einem mediterranen Klima sind, wird es nachts gerne richtig kalt. Deshalb habe ich folgende Routine. Das fällt mir gerade so auf. Ich habe tatsächlich immer noch meinen Schlafsack. Und den Schlafsack lege ich so hin, dass der offen ist, weil ich den nicht zumache, weil mir dann viel zu heiß wird. Aber dass der Kopf halt natürlich oben ist. Das ist oberwichtig. Also, eine Decke lege ich nach oben. Ich habe 4 Decken übrigens. Jetzt wird's interessant. Die nächste Decke, wenn ihr wirklich im Winter irgendwo übernachtet, dann nehmt euch eine Decke und fixiert sie an einem Punkt irgendwie oben an. Ich habe hier überall Haken oben, womit ich diese Decke, an der ein Stück Wäscheleine befestigt ist, ebenso fixieren kann, dass so eine Art Zelt entsteht. Und hier drunter muss euer Kopf sein. Voila. Das ist ein Unterschied wie Himmel und Hölle. Das holt so viel Temperatur raus. Das ist unglaublich. Das, wie gesagt, das ist jetzt nicht vonnöten, aber ich sag nur. So, die Decke kommt irgendwo zur Seite. Wenn heute Nacht plötzlich ein Schneesturm ausbricht, was nicht passieren sollte, obwohl in Kroatien ist mir das vor kurzem passiert, dann weiß ich, was ich nachts zu tun habe. Meine Müdigkeit ist getriggert. Ich gehe pennen, meine Freunde. Da führt jetzt gar nichts mehr dran vorbei. Dazu hänge ich meine getragenen Klamotten natürlich auf, sprühe sie ein. So, wenn ich jetzt irgendwie noch am Körper dreckig bin, weil ich irgendwas Spezielles gemacht habe, dann wasche ich das natürlich auch noch ab, bevor ich ins Bett gehe. Ansonsten in so einem kleinen Raum tragt ihr das, den ganzen Dreck mit euch herum. Sobald eine Stelle dreckig ist, ist es überall dreckig. Und heute war ich den ganzen Tag barfuß unterwegs. Deswegen wasche ich mir natürlich komplett die Füße ab. Ah, perfekt. Einmal vorne den Schalter drücken. Ja, ist alles abgeschlossen. Ich habe schon so oft mit offenen Fenstern und Türen gepennt. Und, es ist so muckelig hier. So, Heizung einstellen. 8 Stunden. Mal gucken, ob ich einen neuen Rekord mache. Habe ich da nur Lichter an? Nein. Ja, was für ein grandioser Tag wieder. Heute hatte ich auch noch den Unfall. Morgen checke ich mal das Auto. Ich finde das irgendwie fies, dass ich hier an so einen coolen Strand ankomme und das nicht mehr Teil des Videos ist. Heute habe ich auch irgendwie niemanden wirklich kennengelernt, außer das ganze Dorf bei dem Unfall. Die kamen echt alle angerannt. Oh, der Angler meldet sich schon wieder. Do you have any other uncut video from there? Der will noch mehr Videos haben. Ja, morgen schicke ich den Kollegen was Nettes. Okay. Das war ja ein kleines Happy End jetzt wieder. Ja, und abgesehen davon hoffe ich, dass ihr vielleicht irgendwelche Tipps rausnehmen konntet oder ihr einen gewissen Einblick in das einfache Leben bekommen habt. Ungefähr so läuft tatsächlich jeder Tag. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und man sieht sich unterwegs.